Hallihallöchen und Servus YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Map-Vorstellung vom Mod-Contest 2015. Und zwar die Map heißt Gorale PGR oder Gorale PGR oder was weiß ich, wie man sie ausspricht. Die Map ist vom, wo steht's? Ne, hier hinten ist da vom Rajic oder wieder so irgendwas mit R. Auf jeden Fall ist es eine große Map. In der, ach, Polen soll das sein. Jetzt kennen wir uns besser aus. Nordpolen, ein Gebiet, das Kujawia heißt. Ja, was gibt's hier zu sagen? Schöne englische Beschreibung, das gefällt mir. Die ist extra für einen Mod-Contest erstellt worden. Er hofft, dass die Map 100% spielbar ist. Ansonsten, glaube ich, schauen wir es uns einfach an. Da erkennen wir immer noch am meisten. So, Toggle Flight in Orb Mode ist drinne. Schauen wir uns den PDA an. Der PDA ist geil. Der PDA ist sehr geil. Wir haben keine Feldernummern. Wir sehen aber, dass es nicht viele Felder gibt. Ich würde sagen, es sind 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wir sind 15 Felder. 16 Felder. Und einige grüne Wiesen. Einen großen Forst gibt es im oberen Bereich und im Randbereich. Bei Rafik, so heißt der Modder. Und die Startfahrzeuge schauen wir uns auch nochmal an. Das sind, da ist schon was geleistet hier. T6, ein Puma, ein Deutz und ein T8. Zwei Drescher, schon in größten Krone. Alter Verwalter, die zwei Roder. Alle, Alter, wir haben hier wirklich schon die größten Maschinen. Wir haben hier eigentlich schon einen High-End-Hof, kann man sagen. Wir brauchen hier eigentlich fast nicht mehr. Wenigstens was Schönes zu sehen ist, dass die Maschinen hier toll aufgeräumt sind. Wir sind hier auf einem riesigen Hof, das kann man so sagen. Wir haben überall ein paar ältere Unterstände, ein paar ältere Gebäude. Das sieht man hier anhand der Mauern. Man kann hier auch reinschlüpfen in die Werkstatt oder was immer auch das sein soll. Hier in die kleine Halle. Und muss sagen, die Map ist relativ geil. Das kann ich jetzt schon sagen. Für die Polen-Map. Die Formen sehen relativ gut aus, der Felder. Hier auch diese Halle, etwas älter, Misthaufen und was wieder schön ist hier zu sehen, dieses moderne Getreidesilo. Hier in der Mitte können wir abtanken. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen euch mit auf eine Reise durch die Gorale PGR. Schauen wir erstmal, in welche Richtung wir gehen. Ich würde sagen, wir gehen hier hoch, weil dann ist nämlich hier schon Sense mit der Map. Wir haben hier zum Beispiel ein riesiges Feld mit allen, guckt euch das mal an, mit allen möglichen Höhenlagen. Zum Beispiel hier geht es auf einmal voll rein, während es hier wieder richtig hoch geht. Das ist richtig, ja, vielschichtig, vielseitig gemacht. Hier zum Beispiel im Feld ein kleiner Weiher drin und eine schöne Map-Begrenzung. Genau. Jetzt weiß ich, warum das als Forst angezeigt wird, weil es halt eine Map-Begrenzung ist. Eine ganz gute sogar. Wir haben hier auch wieder andere Feldwege, dunkle Grastexturen, Standard-Mais-Textur. Ich glaube überhaupt die Standard-Fruchttexturen. Ebenfalls wieder da ein Bahngleis, das diesmal ein bisschen besser aussieht. Mehr als nur geradeaus irgendwo hingeht. Denn hier ist nämlich eine Abzweigung und wir folgen einfach mal der geraden Linie Richtung Zuckerfabrik, würde ich mal schwer meinen. Hier haben wir sogar ein Bahnhäuschen, Gorale vom Ort. Das finde ich geil gemacht. Das finde ich echt geil gemacht. Und hier hinten dann eine riesige Industrieanlage. Das wird hauptsächlich die Zuckerfabrik sein. Und hier auch nur noch einen Feldweg, der hier reinführt. In schönen Backsteinform, überall Ballen. Also hier würde ich persönlich meinen, ist die Zuckerfabrik. Was sonst? Und da drüben ist eine Spedition. Und nee, hier können wir auch Erntebestände verkaufen. Schön zu sehen, dass es hier so ein bisschen außerhalb der Map ist, auch relativ realistisch, weil die Industrie ist nun mal nicht immer innerorts, sondern meist immer ein bisschen außerhalb. Ja, das Bahngleis endet hier im Nichts, werden wir weitergehen und hier mitten irgendwo im Wald das Biomasse-Heizkraftwerk finden, genauso wie ein riesiges Sägewerk. Und das ist was ich richtig geil finde. Hier wieder den Trigger zum Zug wegschicken, der rast dann hier durch die Map durch. Aber ich finde, diese ganzen Rungen sehen hier wirklich richtig super aus.
Da bekommt man so ein richtig schönes Forstgefühl. Und das haben sie richtig geil hinbekommen. Erstmal Lob dafür. Und dann geht's weiter. Hier rechts ein kleiner Fluss, links ein See, da vorne wieder ein See. Also man sieht hier wirklich so einige Sachen. Dass man sagen kann, die Textur der Straße ist ganz neu, ganz gewöhnungsbedürftig. Zwar nicht immer rund, aber auf jeden Fall ohne Fahrbahnmarkierungen. Das heißt, es ist wirklich eine kleine Straße, Landstraße. Ja, und hier kommen wir schon ein bisschen in, ja, ein Dorf ist es nicht wirklich, hier ist ein Fußballplatz. Also bei, wenn man mal nicht mehr arbeiten muss auf dem Feld, hier mal zur Freizeit ein bisschen kicken, ist auf jeden Fall drin. Dann haben wir hier noch einen schönen hässlichen Wohnblock, der gehört auch wohl dazu. Und schön verrostete Fermenter der Biogasanlage, die ein bisschen down aussieht. Ja, und warum hier solche Platten drauf sind, kann ich euch selber nicht verraten. Ich weiß nicht warum. Wir haben hier auf jeden Fall drei große Silos. Das reicht, glaube ich, auch. Ebenso eine passend in der Farbe lackierte Gülle, lackiertes Güllebecken, das vielleicht jetzt auch schon total verrostet ist. Ja, der Stil der Map bleibt so immer gleich. Wir haben immer Hügel, immer wieder flach, immer wieder Hügel. Unterschiedlich. Meistens ist wirklich Getreide angesät. Hier haben wir mal wieder Schilf. Wie gesagt, hier diese Bahnstrecke geht abgezweigt komplett durch die Map durch. Das finde ich eigentlich mal nicht schlecht. Meistens gehen sie immer gerade durch und es ist hier mal ein bisschen anders. Gibt hier schon ein paar Ecken und Kurven. Aber im Großen und Ganzen ist die Map riesig, sehr riesig. Es gibt Riesenfelder. Die Map-Formen erinnern ein bisschen an die Lesshügelland. Und ich muss sagen, es sieht aber ganz geil aus, vor allem, dass man hier wieder so eine Hochspannungsleitung hat, die wirklich halt komplett durchgeht. Da muss man immer wieder ausfahren und also keine helferfreundliche Map vor allem. Oder hier, wo es zum Beispiel übelste Senke hast und dann in der Mitte dann noch ein paar Objekte. Hier ist auch ein weiterer Forst und es gibt immer wieder solche kleinen Seen und Teiche. Oder Weiher, wie man immer auch mal dazu sagen will. Hier zum Beispiel wieder. Das ist ja schon eher so eine Wassersenke, da wo das Wasser schon die Jahre drin steht. Aber generell sind die Felder sehr geil gestaltet, sehr, sehr unterschiedlich, fast schon ein bisschen zu unterschiedlich. Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir hier mit einem 13,70 Meter Schneidwerk glücklich werden. Ja, und hier nochmal eine Verkaufsstation für Getreide, im Überwiegenden wahrscheinlich. Und hier hinten geht nochmal eine Straße oder beziehungsweise ein Feldweg weiter Richtung. Ja, zurück Richtung Hof möchte ich meinen. Dann wären wir eigentlich schon mit der Map durch. Ja, wie gesagt, ich finde die Map an sich spannend. Ist jetzt nicht typisches Polen-Flair oder so, dass alles so ja, kaputt aussieht. Man sieht es hier am Hof und man sieht es an der BGA und an diesem einen Plattenbau. Ansonsten ist die Map sehr schön gestaltet. Der PDA ist schön. Man sieht überall, wo was ist. Man weiß, wo die BGA ist. Man weiß, Gorzelnia ist was zum Verkaufen. Man weiß, Gorpas ist auch was zum Verkaufen und ebenso auch das Biomasseheizwerk und der Güterbahnhof. Dann haben wir noch drei Orte, wo wir einfach sowas abkippen können. Und dann haben wir noch so einen gelben Punkt auf der Karte. Das interessiert mich jetzt, was hier ist. Das wird mich wirklich interessieren. Ja, den Händler haben wir noch gar nicht gesehen. Aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass das Symbol stimmt. Ja, genau wie hier. Hier ist nämlich nichts. Hier ist gar nichts. Und der Händler sollte laut Kennzeichnung auch hier sein. Also ich glaube nicht, dass diese Sachen hier stimmen. Garantiert nicht. Stimmt, Händler, haben wir einen Händler gesehen. Den habe ich jetzt bisher, glaube ich, noch nicht gesehen. Hier haben wir noch nicht gesehen, und zwar das AHNR für, wie heißt der nochmal? Raffic. Sehr schön gemacht. Das Gartencenter. Auch schön mit anderen Bäumen. Ist das hier der Obstmod? Das ist der Obstmod. Ja, beziehungsweise nicht Obstmod, aber verschiedene Obstbäume sind das hier. Ja, und dann wären wir mit der Map durch. Ich muss sagen, ich bin doch ein bisschen erstaunt. Also ich finde, die Felder formen die ganze Map Höhendistanz richtig geil. Nur wie gesagt, meiner Meinung nach einfach wieder viel zu tun für einen allein. Also auf jeden Fall eine Multiplayer-Map. Das war's von mir. Ich bin raus. Macht's gut. Servus.